Wir noch mal kurz. Treffer der russischen Mannschaft. Und dann geht es rüber. 7-Meter-Wurf, Michael Kraus. Den platziert er, also auch die Rolle hat er für den Moment von Markus Bauer übernommen, der ja ein sehr, sehr sicherer 7-Meter-Schütze war. Ja, Strike! Du musst dich so warm anziehen heute, Digga. Jetzt flippt man nicht gleich aus, nur weil du mal gewinnst. Wie, mal gewinnst? Ich hab dich doch letzte Woche auch schon weggefegt. Da hat man von dir nichts gesehen, außer Staub. Du bist dran, Gustav. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, mach. Oh, da kommt aber ein bisschen Demut auf. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir mit den beiden Ladies da drüben weiterholen? Ja, gerne, aber die sind vergeben. Wie kommst du darauf? Zwei Frauen in dem Alter, die so aussehen, gehen niemals allein bowlen. Das ist aber interessant. Ich sehe aber keinen. Dann komm ich noch. Ich nehme die Blonde. Kannst es gerne versuchen, aber es wird nicht klappen. Jede Wette. 10 €, wenn wir danach noch mit denen was trinken. Alles klar. Oh, konzentrier dich, du hast es nötig. Die heißt Vanessa und die Blonde Nicola. Wo gehen wir hin? Das ist noch offen, sie überlegen noch, aber sonst ist alles klar. Erst wenn wirklich alles klar ist. So, wie ist denn der Spielstand? Oh. Ja. Dann will ich mal, ne? Wir würden gerne auf Bahn 5 wechseln. Oh, kein Problem. Sie müssen aber jetzt für Ihre Waren bezahlen. Sonst komme ich durcheinander. Hier. Wobei, ich würde sagen, er zahlt. Das hätte ich Ihnen gleich sagen können, dass das zwecklos ist. Hätten Sie das mal gleich gesagt. Stimmt so. Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Ja, andersrum wäre es mir aber lieber. Wieder nur die Mailbox, das gibt's doch nicht. Es ist 20 vor 12. Stefan? Hm? Was ist? Merle wollte vor 1,5 Stunden zu Hause sein. Dann ruf sie doch an. Was glaubst du, was ich seit einer Stunde versuche? Es wird jeden Abend später, das geht nicht. Hm. Was ist mit den Eltern von Pauline? Geht keiner ran. Oder Anrufbeantworter. Vielleicht solltest du die Polizei einschalten, ne? Mensch, Stefan, das ist wirklich nicht komisch. Hey! Ist doch nicht weiter schlimm. Sie hat morgen schulfrei. Das ist egal. Wir hatten abgemacht, dass sie um 10... Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Bin wieder da. Augenblick mal! Weißt du, wie spät es ist? 15:15. Genau. 11:45. Was hatten wir abgemacht? 10 Uhr. Richtig. Ja, Entschuldigung, ging nicht früher. Hättest du auch mal anrufen können, hm? Akku leer. Und der von Paulines Handy auch? Weiß ich nicht, Mama, ich bin müde. Du weißt, dass das so nicht läuft, ne? Wenn wir was abmachen, dann möchte ich auch bitte, dass du dich daran hältst. Ja, weiß ich. Kann ich jetzt ins Bett? Ja. Okay. Du hättest ja auch mal was sagen können.
Hab ich doch. Spielten Sie einen sehr statischen Handball, überkommen, wie die meinen. Das ist unfassbar. Unfassbar. Reg dich doch bitte nicht auf, Franz. Ich will mich aber aufregen. Man kann sich doch nicht alles gefallen lassen. Wo kommen wir denn da hin? Aber ich bin doch wirklich zu schnell gefahren. Das muss ich erst noch herausstellen. Moin. Sie wollten mich sprechen? Sind Sie der Revierleiter? Ja, die Revierleiterin. Gut, gut. Mein Name ist Görding. Passen Sie mal auf. Es ist eine Unverschämtheit, dass unbescholtene Bürger mitten auf der Straße angehalten werden und ihnen unter Androhung einer massiven Strafe Geld abgenommen wird. Entschuldigung, worum geht's? Sagen Sie mal, wollen Sie mich veräppeln? Das wird ja immer schöner. Mein Anwalt wird Ihnen die Hölle heiß machen. Darauf können Sie sich verlassen. Kalle, bleib hier. Herr Görding, jetzt mal ganz in Ruhe. Ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie eigentlich von uns wollen. Gut, jetzt mal in Sesamstraße. Zwei Ihrer Beamten haben meine Frau heute Morgen auf der Autobahn nach Dänemark angehalten und behauptet, sie wäre zu schnell gefahren. Man hat ja an Ort und Stelle Geld abgenommen, sonst hätten wir nicht weiterfahren können. Tut mir leid, sowas macht die Polizei nicht. Sie bekommen einen Bußgeldbescheid und gegen den können Sie dann... Oh, Sie sagen sowas. Was macht die Polizei nicht? Hier, hier ist die Quittung. 120 Euro. Die will ich von Ihnen wiederhaben, und zwar sofort. Das ist ja ein Ding. Moin. Moin. Ich hätte gern... Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Das noch. Was brauchst du denn? Ja, reicht. Hey! Bis nachher wieder. Ja, hoffentlich. Ja. Vier Äpfel bitte. Und eine Tüte Trauben. Ein mattes Brötchen, bitte schön. Moin! Moin! Was darf's denn sein? Oh, auch so ein Krambrötchen lächelt mich an. Ach, dann sollen Sie es auch haben. Was kriegen Sie denn dafür? Nix. Wir unterstützen mal unsere hungrige Polizei. Das war nett. Da sagt die hungrige Polizei vielen Dank. Bitte schön. Tschüss. Ja, tschüss. Das geht aber nicht. Was geht nicht? Dass du einfach ein Fischbrötchen annimmst. Hä? Wieso das denn nicht? Weil das genau genommen ist es Bestechung. Korruption ist das. Sag mal, hast du einen Knall? Das ist doch nur ein Fischbrötchen. Ja, ja, ja. Heute ein Fischbrötchen, morgen ein Fernseher. Übermorgen Sportwagen, ne? Ja. Du denkst doch nicht mehr ganz richtig. Wenn wir es genau nehmen, ja? Hey, soll ich dir eins holen? Ganz bestimmt nicht. Du bist doch nur sauer, weil du gestern beim Bullen verloren hast. Es war ein Beamter in Uniform? Ja, er trug eine Uniform. Genauso wie Sie. Nur hatte er blaue Sterne auf den Schultern und keine silbernen. Und sein Kollege, der saß im Auto und hat gewartet. Und man hat Sie rausgewunken, weil Sie zu schnell gefahren sind. Das ist nicht bewiesen. Meine Frau bestreitet das entschieden. Ist ja gut, Herr Görding, darum geht's jetzt nicht. Tatsache ist, dass keiner meiner Beamten heute eine Verkehrskontrolle durchgeführt hat. Das war kein Polizist? Nein, mit Sicherheit nicht. Ja, aber die Uniform. Und ich weiß auch seinen Namen. Er hieß Neuhaus. Das stand so wie Ihr Name da an der Reviertasche. Moment bitte. Oskar, kommst du mal bitte? War es dieser Mann? Nee, der war kleiner und hatte dunkle Haare. Lange. Aber der Name stimmt. Neuhaus. Was? Verstehe jetzt nicht ganz. Wenn du gestern Nachmittag die Jacke in eine Tasche getan hast, um sie in die Reinigung zu bringen. Was ich ja nicht geschafft habe, weil du unbedingt sofort zum Bullen musstest. Oskar? Gibt es nur eine Möglichkeit, wo sie verschwunden sein kann? Dann hau dich an dieser Lärmwand auf! Hey! Wann seid ihr denn endlich fertig? Ja, wie? Dann nimm es doch ab! Mann! Sie sind nicht die Einzigen, die gestern beklaut wurden. Ein paar Handys sind weg und Bargeld. Ziemlich laxe Haltung, die Sie hier an den Tag legen. Was soll ich machen? Stahltresore aufstellen? Nee,
Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und hier, Sicherheit. Das wäre meine Maßnahme. Jeder ist für seine Sachen selbstverantwortlich. Bitte. Mehr kann ich nicht tun. Das Ding machst du auf wie ein Kaugummiautomaten. Ja. Oh. Ihr Spürhund hat Witterung aufgenommen. Wie viel Geld fehlt Ihnen denn? Kein Geld. Ist meine Uniformjacke gestohlen worden. Ist ja auch peinlich. So. Kennen Sie die Leute, die gestern hier gebrüllt haben? Nicht alle. Wenn Sie jetzt Namen und Adresse wollen, ist nicht. Ich kenne die nur vom Sehen. Sollen wir die Spurensicherung kommen lassen? Nein. Das hat keinen Sinn. Lass uns gehen. Komm, Kalle. Wo ist denn der schon wieder? Kalle! Hey. Hunde dürfen nicht auf die Bahn. Der Hund ist im Dienst. Kalle, du kannst ja bohlen. Das ist ja super. Gut gemacht. Na, vielleicht solltest du mal die ein oder andere Trainerstunde bei Kalle nehmen. Hm? Komm, Kalle. Andresen? Ah, hallo. Also, wenn Sie wegen des Artikels anrufen, ich bin noch nicht fertig. Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Meine Frau ist bei der Polizei, ja. Wirklich? Ich werde das recherchieren. Vielleicht kriegen wir das noch in die morgige Ausgabe. Hm? Tschüss! Falscher Polizist kassiert. Na, das ist doch mal eine Schlagzeile. Ich bin weg zu Pauline. Merle, warte! Du, das mit gestern Abend war nicht in Ordnung. Du musst dich schon an Abmachungen halten. Ja, es ging halt nicht früher. Das nächste Mal ruf wenigstens an. Ja. Gut. Entschuldige dich heute Nachmittag bei Mama, ne? Und dann ist die Sache aus der Welt. Mach ich. Tschüss. Frau Görding hat ausgesagt, dass sie auf der Autobahn gestoppt und auf die Raststätte Handewitter Forst gelenkt wurde. Tja, das leuchtet ein. Die schnappen sich die Autofahrer, die auf dem Weg nach Dänemark in Urlaub sind. Ja, die haben ihr ganzes Geld noch, wollen keinen Ärger. Also zahlen sie. Frau Andresen? Telefon, Ihr Mann. Stellen Sie durch in mein Büro. Fahrt ihr auf die Raststätte und hört euch um. Vielleicht hat jemand was gesehen. Und du fährst mit den beiden mit. Komm, Kalle. Komm, Olli. Ja, Stefan, was gibt's? Woher weißt du das? Oh, bitte nicht. Nein, halt den Artikel zurück. Bitte, Stefan, du kriegst alle Informationen, wenn wir sie geschnappt haben. Sag das deinem Chefredakteur. Danke, Schatz. Die Buschtrommeln sind aber schnell. So, mein Digga, du bleibst hier. Das ist ein bisschen zu gefährlich mit den ganzen Autos da draußen. Okay. Was möchtest du? Okay, wir bringen den Würstchen mit.
Tja, das habe ich mir gedacht, dass keiner was bemerkt hat. Ich glaube, dass sie die Nummer da vorne am Parkplatz durchziehen. Es ist viel zu auffällig hier in der Raststätte. Mhm. Guck mal, der sieht aus wie Kalle. Ja. Das ist Kalle. Kalle! Sind jetzt schon wieder? Also zu schnell gefahren bin ich bestimmt nicht. Entschuldigen Sie, Sie haben einen Hund im Fahrzeug. Ist das verboten? Der Hund gehört uns. Wie bitte? Das ist mein Hund. Nein, das ist nicht Ihr Hund. Der gehört zur Flensburger Polizei. Wie ist der denn hier reingekommen? Na hopp, komm, raus. Kalle, komm raus. Hör auf jetzt, lass das, raus. Kalle, komm da raus. Raus hier. Was haben Sie da drin? Nichts. Gar nichts. Kommen Sie mal bitte aus dem Wagen raus. Ich, nein, also ich... Tun Sie einfach, was ich sage. Das ist doch wirklich eine Sauerei. Ich kann mich über Sie beschweren. Können Sie Gift draufnehmen? Ja, das können Sie später gerne machen. Bleiben Sie einfach da stehen und beruhigen sich, ja? Oh, was ist das? Das? Schnaps. Dann haben Sie ja mindestens 50, 60 Flaschen. Na und? Kann doch so viel Schnaps mitnehmen, wie ich lustig bin. Ja, bei der Menge wird's bestimmt lustig. Na also, was wollen Sie denn dann von mir? Wo haben Sie den her? Muss ich Ihnen doch nicht sagen. Das müssen Sie, das sieht nämlich nicht nach regulärem Alkohol aus. Kein Etikett, keine Steuer, wird doch noch schwarz gebrannt sein. Und damit lässt sich in Dänemark ja der eine oder andere Euro machen, ne? Ach, kommen Sie. Sie beiden, Sie sind doch nicht vom Zoll. Ich meine, können wir uns da nicht irgendwie... Was? Einigen? Ich meine, was... Ja, was kostet denn der Spaß? Das wird richtig teuer. Geben Sie das Geld beim Kollegen. An die Wand, Hände nach oben. Das war nicht so gemeint, das war ein Missverständnis. Da gab es nichts misszuverstehen. Sie sind vorläufig festgenommen. Alles wegen dem blöden Köter. Ah! Tja, Schneider. Ich glaube, damit ist Ihre Urlaubsreise beendet. Und das alles wegen dir, du Mistvieh. Hey! Ganz vorsichtig. So, Sie kriegen jetzt von uns drei Anzeigen. Die eine wegen Alkoholschmuggel, die zweite wegen Steuerhinterziehung und die dritte wegen versuchter Beamtenbestechung. Hm? Also Alkohol, okay. Aber Bestechung? Und dann kann ich genauso gut die Polizei anzeigen. Wie meinen Sie das denn jetzt? Wegen Bestechlichkeit. Bevor Sie mich angehalten haben, da haben zwei Ihrer Kollegen mich gestoppt. Ich war zu schnell. Die haben mir 100 Euro abgeknöpft, viel zu viel. Durften die gar nicht. Aber die haben mir keine andere Wahl gelassen. Ich wette, die haben sich das Geld in die eigene Tasche gesteckt. Da geht Ihnen ganz schön die Flatter, was? Nee, das waren zwei falsche Beamte. Mit gestohlener Uniform. Hinter denen sind wir her. Herr Schneider, wie sahen die beiden aus? Was fuhren die für ein Auto? Also ich kann mir schwer vorstellen, Ihnen zu helfen, solange mir hier Bestechung vorgeworfen wird. Schade, es kann ja sein, dass wir uns eben falsch verstanden haben. Dass Ihr Angebot gar kein Angebot war. Da kommen wir uns ja schon mal näher. Und was ist da mit dem Alkohol? Hey. Gehen Sie nicht zu weit. Also gut, der eine, der saß die ganze Zeit im Auto, den habe ich gar nicht gesehen. Der andere war so Anfang 40. Moment mal. Der hatte denselben Namen wie Sie. Ja, das wissen wir. Dann wurde ihm die Uniform geklaut? Dann trifft's euch auch mal? Ich glaube, Sie haben überhaupt keinen Grund zu lachen. Wie sah das Auto aus? Roter Volvo. Kombi. Älteres Modell. Ja, und vielleicht weiß ich ja auch noch das Kennzeichen. Vielleicht, ich glaube das nicht. Raus damit.
Also ich habe ganz schlimme Gedächtnislücken, solange mir hier Bestechung vorgeworfen wird. Herr Schneider, das Wort Bestechung ist vom Tisch. Aber das Thema Alkohol bleibt auf dem Tisch. Und zwar zu 100%. Los jetzt. FL HB 208. Dann kann ich jetzt ja gehen. Ich habe einen festen Wohnsitz. Das Vergehen war nicht so gravierend, dass sie mich jetzt hier ewig einbuchten können. Stimmt's? Andresen? Hallo Ruth. Was kann ich für dich tun? Aha. Nein, ehrlich nicht. Sie hat uns erzählt, sie wäre bei euch und Pauline. Und Pauline hat euch erzählt, sie wäre bei Merle gewesen. Papa? Ich werde mit dir darüber reden. Hm? Ja, mach dir keine Sorgen, Ruth. Pubertät. Ja. Ich ruf dich an. Hm? Tschüss. Merle, Merle, Merle. Hat sie was ausgefressen? Pass du lieber auf, dass du nichts anstellst. Was kann ich für dich tun? Ein Wort mit Tee. Da fällt mir nur Taschengeld ein. Bingo! Sag mal, wieso eigentlich? Heute ist erst Donnerstag. Wie wär's mit einem Vorschuss? Welcher Begründung? Du kriegst bei der Zeitung doch auch einen Vorschuss. Zählt nicht. Anderer Grund. Weil ich dein Sohn bin? Das Argument ist nicht zu schlagen. Hey! Danke. So viel Zeit bis dahin. Das Kennzeichen wurde vor einer Woche gestohlen. Ja, das ist nun keine große Überraschung. Die werden schon nicht mit ihrem eigenen Fahrzeug auf Tour gehen. Das Nummernschild wurde geklaut. Das Auto kann durchaus denen gehören. Ja, die Täter müssen ja nicht aus Flensburg kommen. Na, dann wird das allerdings die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Hey, Kalle, Futen weg, die ist nichts für dich. Komm, gib her, ich bring sie ins Labor. Warum das denn? Das dauert ganz schön lange. Ich meine, wir können es auch selbst checken. Das ist nicht dein Ernst. Oh. Boah, so. Oh. Das Ding hat ja richtig Umdrehung, das ist ja reiner Alkohol. Hier. Was machst du da? Spielst du Labor? Damit kannst du Raketen starten. Konntet ihr schon was erreichen wegen des falschen Polizisten? Nee, noch nicht. Kümmert euch bitte verstärkt darum, ja? Ich möchte nicht, dass wir in der Zeitung stehen. Noch kann Stefan das zurückhalten. So, ich habe eine Idee. Wie? Du hast eine Idee? Jetzt, so plötzlich? Ja, komm. Hey, warte mal. Wenn ich das da sehe, fällt mir irgendwas ein. Ja, mir auch. Ich habe deine 50 Euro nicht vergessen. Jetzt komm. Gut zu wissen. Ich weiß schon, dass das Autowaschen auf der Straße verboten ist, ha? Ihr könnt einem das Leben aber auch schwer machen. Neu? Neu. Gebraucht. Sag mal. Schönes Auto. Sogar mit Dachreling. Ja. Kann man glatt mit in Urlaub fahren. Und Griechenland fliege ich lieber. Wie wär's denn mit Dänemark? Hey, ihr habt doch irgendwas vor. Jo, so ist es. Dafür brauchen wir dein Auto. Im Tausch gegen den Streifenwagen? Ja. Kostet nur mal ernsthaft. Ha? Dienstlich. Leist uns dein Auto? Dienstlich? Zwei Bedingungen. Welche? Im Moment fällt mir keine ein. Aber wenn mir eine einfällt, ist das Voraussetzung. Abgemacht. Moment. Das ist ein Schlitzohr. Da ist kein Hintergedanke. Nein? Kein Strafmandat, was ich für dich erledigen soll? Der machst du doch sowieso nicht. Ja, und er auch nicht. Sag mal, ist der Wagen sauber? Ich habe ihn gerade gewaschen. Nee, Kostas, du weißt ganz genau, was ich mit sauber meine. Hey, ihr müsst das Auto nicht nehmen. Du hast mich gefragt, ob das Auto sauber ist. Ja, so ist es. Und wir nehmen es gerne zu deinen Bedingungen, wenn sie dir einfallen. Hm?
eine Bedingung weiß ich jetzt. Du fährst, er nicht. Sag mal, verkaufst du jetzt auch Bier? Hast du überhaupt eine Ausschankgenehmigung? Das ist die zweite Bedingung. Ich hab dir gesagt, er ist ein Schlitzer. Ja. Mir egal, wir sind nicht das Ordnungsamt. Ich habe nichts gesehen. Du rede mit mir noch mal über Korruption. Komm, Kalle. Hast du es Mama schon gesagt? Ja, klar. Wir gehen ehrlich miteinander um. Du hast gelogen, Merle. Ja. Ich dachte, wenn ich euch sag, wo ich war, dass ihr dann sauer seid. Weiß ich nicht. Das ist noch die Frage. Hallo, Mama. Hallo. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Merle. Weißt du, im Revier höre ich jeden Tag eine Menge Geschichten. Die Leute lügen, dass sich die Balken biegen. Aber am Ende kommt doch immer die Wahrheit raus. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das hast du. Wer ist dieser Moritz? Ein Typ aus der 12. Bist du mit ihm zusammen? Nein. Es war sein Geburtstag und Pauline und ich waren eingeladen. Und dann sind wir mit dem Auto nach Dänemark gefahren und haben eine Strandparty gemacht. Warum hast du das nicht erzählt? Ich weiß warum. Der Strand ist bekannt. Da fahren eine Menge Leute hin und geben sich die Kante. Komasaufen. Letzten Monat sind 3 Leute auf der Rückfahrt verunglückt. Einer davon ist schwer verletzt. Mensch, Merle, warum bist du da mitgefahren? Moritz hat nichts getrunken. Der trinkt nie was. Und du? Einen kleinen Schluck. Wie groß war der kleine Schluck? Eine Flasche Alkopops? Mama, bitte, du musst mir glauben. Das würde ich ja gerne. Aber du machst es einem auch nicht leicht. Jedenfalls fährst du da nicht mehr hin, damit das klar ist. Mach dir keine Sorgen. Merle ist ein kluges Mädchen. Auch kluge Mädchen hören auf böse Einflüsse. Besonders in diesem Alter. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Und trotzdem hast du heute 2 Sterne auf der Schulter. Die sind manchmal ganz schön schwer. Na, dann werde ich dich mal von der Last befreien, hm? Sag mal, was ist eigentlich mit Oskars Uniformjacke und den falschen Polizisten? Da kommt doch hoffentlich nichts in der Zeitung. Nee, ich konnte unseren Chefredakteur gerade noch überzeugen. Sie sind? Weiß ich nicht so genau. Sie haben nichts gesagt. Silvi, was haben die beiden vor? Willst du was abhaben? Hm? Nee, vielen Dank. Sag mal, du weißt schon, dass in der Raststätte ein Geldautomat ist, ne? Hm. Kann er jetzt hier nicht weg? Von mir aus schon. Das sind die. Mhm. Mann! Hey! Sag mal! Was soll das denn? Ich glaub, ich spinne. Mensch, was machst du denn? Mann, jetzt sind die weg! Ich? Was macht ihr? Oh, Mist! Warum habt ihr mich nicht informiert? Du warst heute Morgen noch nicht da? Schon mal was vom Telefon gehört? Mann, Pia, wir haben sie fast gehabt. Und wenn sie dich und den Streifenwagen nicht gesehen hätten, wären sie uns nicht entwischt. Olli, wir müssen mal eins klarstellen.
Es gibt gewisse Regeln, an die ihr euch zu halten habt. Zum Beispiel abmelden. Polizeischule erstes Semester. Ihr könnt nicht einfach tun und lassen, was ihr wollt. Ich bin eure Vorgesetzte. Bei aller Freundschaft, aber das geht nicht. Ja, Frau Revierleiterin. Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Ja, du hast ja recht, aber ich meine, trotzdem, das ist... Und dass ich euch den Zugriff vermasselt habe, konnte ich ja nicht wissen. Ja, die fahren bestimmt nicht nochmal auf die Autobahn. Was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen, du ziehst dir erstmal was anderes an. Sieht ein bisschen komisch aus. Hier, bitteschön. So, komm. Das ist echter griechischer Kaffee. Import. Sehr stark. Moin. Moin. Hey, Kalle. Mensch, die Geschäfte laufen ja gut. Hey, ich brauche keine Ausschankgenehmigung, wenn ich in meinem Laden bin, wenn ich solche veranstalte. Jeden Tag? Ich stelle nur den Jean mal rüber. Und im Winter verkaufst du dann Glühwein? Hey, das ist eine gute Idee. Kostas, vielen Dank. Wenn mir die Polizei entgegenkommt, helfe ich doch gerne. Alles in Ordnung mit dem Auto? Ja, ja. Hey, was ist das? Ja, Mann, da ist mir ein Kaffeebecher umgekippt. Und wer macht das wieder sauber? Ja, hättest du Ledersitze, würde man den Fleck nicht sehen. Ja, aber ich habe keine Ledersitze. Jungs, das wird sich doch irgendwie regeln lassen. Für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte gern zu Frau Andresen. Ja? Frau Andresen, da möchte Sie jemand sprechen. Hereinspaziert. Guten Tag, Frau Andresen. Mein Name ist Moritz Lindner. Ich bin ein Freund Ihrer Tochter. Ja, ich weiß. Ich habe schon von Ihnen gehört. Setzen Sie sich bitte. Sie können mich ruhig noch duzen. Gut. Was kann ich für dich tun? Ich bin hier, um mich bei Ihnen zu entschuldigen, weil ich Merle vorgestern Abend zu spät nach Hause gebracht habe. Danke. Das ist ja mal eine Überraschung. Man hat mir gesagt, dass Sie sehr verärgert waren. Ja, das stimmt. Vor allem, als ich erfahren habe, wo ihr wart. Ich kann Ihnen versichern, dass ich an dem Abend absolut nüchtern war und niemals etwas trinken würde, wenn ich Auto fahre. Das freut mich zu hören. Komm doch mal bei uns zu Hause vorbei. Die Einladung nehme ich gerne an. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich muss zurück in die Schule. Du hast doch nicht etwa meinetwegen eine Stunde geschwänzt. Man muss Prioritäten setzen. Danke für die Blumen. Du, wenn du öfter mal ein Wasser trinken würdest statt Kaffee, dann hättest du die Probleme jetzt nicht. Hey, mach das ja ordentlich. Ich will ihn wieder verkaufen. Du, soll ich dir mal einen Föhn bringen, damit du es schön trocken machen kannst? Sag mal, ich dachte, du hältst wenigstens zu mir. Ja. Ist was? Mann, Mama, wie konntest du ihn einladen? Ich dachte, du und er... Ich hab dir doch gesagt, da ist nichts. Aber ich glaube, er wäre ganz gerne mit dir zusammen. Deswegen hat er dich doch auf seine Party eingeladen. Ja, weiß ich. Aber er interessiert mich nicht. Nicht die Bohne. Und wieso bist du dann mitgefahren? Wegen Sven. Wer ist Sven? Kennst du nicht? Ja, deswegen frage ich ja. Ein Junge aus der Clique. Oh Mann, wie stehe ich denn jetzt da? Geht der mit dem Blumenstrauß zu meiner Mutter? Ich finde Moritz sehr sympathisch. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Sehr höflich, zuvorkommend, wohlerzogen, verantwortungsbewusst. Langweilig, spießig. Die meisten Mädchen machen sich über ihn lustig. Und später wünschen sie sich so ein Zuhause. Ganz bestimmt nicht. Hattest du früher seinen Freund? Nö. Und findest du Papa heute langweilig und spießig? Nein. Ja, siehst du? Deine Tochter, Pia. Deine Tochter. Seit einer Woche nichts.
haben, glaube ich, Schiss gekriegt und lassen das jetzt mit der Abzocke. Ja. Danke. Dann sollen die mir noch wenigstens meine Jacke wiedergeben. Du sag mal, so langsam nehme ich Zinsen. Hm? Ach ja. Ich habe jetzt aber nur 30. Ja, dann gib mir doch jedenfalls die. Du wolltest mir die 50 schon längst wiedergegeben haben. Ich finde das echt... PK15, Kottke. Hallo, Olli. Hey, Pia. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass ich heute ein bisschen später komme. Ich habe Merle noch zum Reiten gefahren. Ja, aber deswegen musst du auch nicht anrufen. Wenn ich schon Regeln aufstelle, dann gelten die natürlich auch für mich. Du bist Chefin, du kannst tun und lassen, was du willst. Ach komm, bist du deswegen etwa noch angefressen? Nee, aber so eine kleine Spitze muss ja schon erlaubt sein, oder? Olli, jetzt hör mir mal gut zu. Ich bin auf der B199, kurz vor Ringsberg. Komm sofort hierher. Was ist denn passiert? Mich stoppen gleich Kollegen, die keine Kollegen sind. Ich versuche sie hinzuhalten. Beeilt euch! Pia, bleib ganz ruhig und pass auf dich auf. Ja, wir sind unterwegs. Tschüss. Was ist los? Deine Jacke ist wieder aufgetaucht. Carsten, John, los geht's. Moin. Moin. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Was habe ich denn falsch gemacht, Herr Wachtmeister? Allgemeine Verkehrskontrolle. Sie haben die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht beachtet. Geschwindigkeitsbegrenzung? So ein Unsinn, das kann nicht sein. Ist aber so. Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Sie können doch nicht einfach Leute anhalten. Wo kommen wir denn da hin? Was bilden Sie sich eigentlich ein, Herr Neuhaus? Wir haben Sie mit 130 km/h gemessen. Ach, das ist doch Quatsch. Haben Sie Beweise? Wo war da denn eine Radarkontrolle? Also, Sie meinen wohl bloß, weil Sie eine Uniform anhaben, können Sie sich alles erlauben, oder was? Die Polizei wird auch immer dreister. Das ist doch die reinste Abzocke. Unmöglich. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Ich weiß gar nicht, ob ich die dabei habe. Ja, dann schauen Sie nach. Ja, Frau Andresen, Sie müssen leider ein Bußgeld bezahlen. Nach Abrechnung der Toleranz waren Sie viel zu schnell. Das macht 120 Euro. 120 Euro? Nee, also das zahle ich nicht. Das ist viel zu viel. Sie spinnen ja wohl. Aus, Kalle. Er mag keine Polizisten. Können Sie sicher verstehen, oder? Schicken Sie mir den Bußgeldbescheid zu. Der Wagen ist auf Stefan Andresen zugelassen. Ihr Mann? Ja. Was wird der denn sagen, wenn er einen Bußgeldbescheid bekommt? Der wird sauer sein. Typisch Frau, wird er sagen. Das wollen Sie doch vermeiden, oder? Ich kann Ihnen anbieten, Sie zahlen das sofort, dann kommt kein blauer Brief nach Hause. Und das geht, ja? Bei einer so hübschen Frau, wie Sie es sind, da kann man mal eine Ausnahme machen. Jetzt kommen Sie mir bloß nicht mit Komplimenten. Es ist eine riesige Sauerei, die Sie hier veranstalten. Die Polizei, dein Freund und Helfer, dass ich nicht lache. Raubritter seid ihr. Sie leben von meinen Steuergeldern. Ist Ihnen das eigentlich klar? 120 Euro. Ich weiß nicht, ob ich so viel dabei habe. Ich habe meine Handtasche doch hier reingelegt. Wo ist die denn? Lass das, du Töle. Das ist wahrscheinlich doch vorne im Auto. Keine Angst, er will nur spielen. Ja, aber ich nicht. Kalle, aus. Gibt's bei der Geschwindigkeitsübertretung eigentlich auch Punkte in Flensburg? Wenn Sie zahlen, sind wir davon ab. Keine Anzeige, keine Punkte. Jetzt wollen Sie wohl auch noch nett sein, Herr Neuhaus. Ihren Namen werde ich mir merken. Sie kriegen noch Ärger, das verspreche ich Ihnen. Ach, da ist sie ja. Tut mir leid, Sie haben sich die falsche ausgesucht. Sie sind beide festgenommen. Ruhig. Mist. Ah.
Anja. Ich habe so viel Schlechtes über die Polizei gesagt. Ich schäme mich richtig. Ja, das hätte ich aber gerne mal gehört. Na komm. Hey, Kalle! Aus! Wird jetzt gereinigt und riecht sie wieder nach mir. Ist alles gut. Stefan sagt, die Ausgabe hat 2000 mehr auf Lage. Da soll noch mal einer sagen, wir tun nichts für die Wirtschaft. Ach, was sind denn meine entzündeten Augen, meine 50 Euro? Nee, der gehört mir nicht, der war in der Jacke. Ja, was willst du jetzt, eine Anzeige schalten? Wem gehören die 50 Euro? Nein, aber ich kann die auch nicht geben. Irgendjemandem gehört er ja. Ja, mir. Entschuldigung? Hallo, Kostas. Hallo. Darf ich bitte mal stören? Was geht's denn? Das. Das schade ich nicht. Guckt euch das mal an hier. Kalle, ich glaube, du bist der erste Hund, der geblitzt wurde. Oh, Mann.